60 Kubikzentimeter. Die 50er werden ja seit einigen Jahren nicht mehr gefahren. Und nun kommen wir zu einem der Höhepunkte, zu der schwersten Klasse, zu den 500 Kubikzentimeter, zu der Königsklasse, zu den Stars. Auch hier vorneweg zunächst einmal die fünf Fahrer der ersten Startreihe. Die Klasse bis 500 Kubik sei eigentlich ein Duell Spencer gegen Lawson, so sagen die Experten. Der Rest fährt um Platz 3. Das drückt sich auch etwa hier im Weltmeisterschaftsstand aus. Lawson und Spencer, beide 27 Punkte. Danach jetzt schon nach zwei Rennen der Rest mit einigem Abstand. Das Duell steht 1:1. Lawson gewann in Kyalami den Auftakt-Grand Prix und Spencer war vor 14 Tagen in Spanien erfolgreich. Spencer natürlich hier mit dem 250er Rennen in den Knochen, wie sehr es ihn belastet hat. Hier ist er im Bild. Das wird sich zeigen müssen. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Voraussage Spencer gegen Lawson durch die Wetterumstände, durch den nassen Belag durcheinander geworfen wird, dass es möglich ist, dass auch andere Fahrer plötzlich im Kampf um die Spitze mit eingreifen können. Auch hier wieder 40 Fahrer am Start. Der Unterschied insgesamt riesengroß. Bei den 250ern beispielsweise von Platz 1 zu Platz 40 nur etwa 5,5 Sekunden Unterschied. Hier sind es über 14 Sekunden von den Leuten in der hintersten zu diesen Leuten in der ersten Startreihe. Eddie Lawson war das, der Weltmeister 1984. Man sagt, einer der meist unterschätzten Leute. Raymond Roche ist das, der Teamkollege von Eddie Lawson, Franzose. Überraschend für viele bekam er dieses Jahr eine Werks-Yamaha. Sie sehen wieder zugeklebt die Nasenflügel, um freie Sicht zu haben. Zwischendurch müssen die Piloten wahrscheinlich aber immer wieder mal mit den Handschuhen übers Visier wischen. Die Startaufstellung. An den Witterungsbedingungen hat sich nicht sonderlich viel geändert. Christian Sarron, der Weltmeister der 250er Klasse im vergangenen Jahr, der Mann, der vor Manfred Herwe ins WM-Ziel kam, wenn man so will, der Manfred Herwe in Silverstone im letzten Jahr dadurch schlagen konnte, dass Herwe ungefähr 200 Meter vor dem Ziel in Führung liegend stürzte. Und dann ganz außen Ron Haslam auf einer Honda wie Spencer, aber wahrscheinlich hat auch Spencer hier das bessere Material. Ron Haslam, Brite, da hinten mit der Nummer 2, Randy Mamola, der dritte Amerikaner. Der Schräglagenkönig, wie man ihn nennt, mit 34 Manfred Fischer, einer der wenigen Deutschen, die im Feld sind, aber kaum einer von ihnen wird eine Chance haben, vorne mit reinzufahren. Fischer auf Rang 22, neben ihm war Klaus Klein auf dem 23. Startplatz. Achtung für den Start.
Rechts außen Spencer, Lawson neben ihm. Bester Start für Haslem. Aber auch Spencer gut gestartet. Und der erste Sturz. Achtung. Aber nichts passiert. Wer ist das? Baldwin müsste das sein. Michael Baldwin ist das. Der Mann, der an der 11. Startposition ins Rennen ging. Haslem vorn, Spencer zweiter und dahinter Mermola. Mit der 9, das ist Didier Deradiges, ein Belgier. Und Sie sehen, welche Schwierigkeiten die Fahrer haben hier in den Schikanen, wo es etwas nass ist. Die 500er ist noch schwerer zu beherrschen bei diesen Witterungsbedingungen, Manfred. Ja, man sieht hier, das Feld ist auch noch ganz dicht geschlossen. Die Leute sind natürlich extrem vorsichtig. So ein Motor leistet über 130 PS und wenn man da am Gas dreht, dann geht also so ein Motorrad schon kräftig vorwärts, sodass man in den ersten Runden, speziell bei diesen Witterungsverhältnissen, ganz vorsichtig sein muss. Spencer immer noch vorn. Hat Haslem überholt. Haslem ebenfalls auf einer Honda. Es sind ja eigentlich 6 Werkspiloten von Honda im Rennen dabei, aber Spencer nimmt auch hier wieder eine Ausnahmestellung ein, hat anderes Material als die anderen. Sehr stark Deradiges an der 3. Position, der gestern im Training noch einen heftigen Sturz hatte beim letzten Training. Der Weltmeister an 6. Position. Die beiden Yamahas von Lawson und Roche also nicht optimal gestartet. Und Spencer legt schon ein höllisches Tempo am Anfang vor. Das ist eine seiner herausragenden Eigenschaften, dass er aus dem Stand schnell fahren kann, während andere Fahrer noch etwas Zeit brauchen, um sich warm zu fahren, um sich an die Piste, an die Reifen, an die Umstände des Rennens zu gewöhnen. Er hat mit Sicherheit natürlich jetzt auch den Vorteil gehabt, dass er im 250er-Rennen eben auch schon im Regen gefahren ist und hat bestimmt eine größere Fahrsicherheit dadurch. Was sonst eine zusätzliche Belastung ist, könnte in dem Fall sich als Vorteil auswirken. Schwierigkeiten für viele Fahrer hier durch die Wasserpfützen. Es regnet nicht stark, liebe Zuschauer, aber es ist ständig ein Tröpfeln draußen und die Piste trocknet einfach nicht ab. Die Ostkurve sah eben gefährlich aus. Der Freddy einen leichten Rutscher gehabt in der Ostkurve. Wie fängt man das auf? Tja, es ist sehr schwer zu stabilisieren in einer schnellen Kurve. Man muss durch Gewichtsverlagerung und durch ganz wenig Lenkbewegung die Geschichte wieder auffangen. Da ist die Ostkurve nochmal, hier hat man es gesehen. Etwas aufgerichtet, das Knie etwas von der Fahrbahn genommen. Es hat wahrscheinlich ausgereicht, in dem Moment etwas das Gas wegzunehmen. Einfahrt ins Motodrom. Haslem, Deradiges, Mermola und da ist Lawson mit der 1. Bereits jetzt an 5. Stelle. Mermola greift an. Schafft es nicht. Es ist schwer zu überholen, besonders bei diesen Witterungsbedingungen in so einer engen Kurve wie der Sachskurve.
bisschen was ist davon zu sehen, von der spektakulären Fahrweise von Randy Memola. Achten Sie mal ein bisschen auf ihn, der Fahrer mit der Nummer 2. Dreimal Vize-Weltmeister war er schon, hat es bisher noch nie geschafft. Lawson im Windschatten dahinter an fünfter Position dieser Dreierpool. Freddy Spencer, so scheint es, enteilt schon etwas vorne. Hier der Kampf um den dritten Platz. Viradiges, Memola und Eddie Lawson. Über Lawson sagte ich, er sei etwas der meist unterschätzte Weltmeister der letzten Jahre gewesen. Denn sehr harter Kampf. Außen geht er vorbei in der Ostkurve. Da sagt noch jemand, die Amerikaner könnten nicht bei Regen fahren, Manfred. Ja, stark, oder? Das war stark, ja. Es hat erst so ausgesehen, als wollte der Randy ihn überholen, aber der Eddie Lawson hat also einen wunderbaren Strich außen entlang gezogen und hat den Randy jetzt mitgenommen, vorbei an dem GT de Radiges. Radiges auf 100 Meter vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen. Freddy Spencer. Klaus Klein, der momentan am besten liegende deutsche Pilot. Auch hier ein kleiner Schlenker von Spencer. Man muss sehr vorsichtig, sehr behutsam fahren. Klaus Klein also im Moment auf der 20. Position. Der Abstand hier auf der Geraden zu erkennen. Eddie Lawson muss Dampf machen, wenn er da noch rankommen will. Ich habe so ein bisschen geheim auf Christian Sarrant gehofft, der ein sehr guter Regenfahrer ist. Aber liegt scheinbar im Moment noch auf achter Position, hat einen schlechten Start gehabt. Ich glaube, er müsste schon weiter vorne sein. Lawson, Memola, der wahrscheinlich auch bald nicht mehr den Windschatten von Lawson halten kann. Im Windschatten von Didier Deradic hier Christian Sarrant. Da kommt Christian Sarrant. Sechster im Moment. Die Lawson gewann im letzten Jahr 4 Weltmeisterschaftsläufe. Spencer gewann 5. Und wurde einmal Zweiter. Das heißt, Spencer war in 6 Rennen 5-mal Sieger und belegte einen zweiten Platz. Oh, Riesenschwierigkeiten für Ron Haslam hier. Das ist immer wieder Ausgang dieser Schikane, eine sehr gefährliche Stelle. Das war Sarrant hier mit der Nummer 6, ist dann Radiges schon vorbei. Ron Haslam scheint keine Schwierigkeiten zu haben, allein ohne Windschatten den Platz zwischen dem Freddy und dem Eddie Lawson zu halten. Ganz stark kommt Christian Sarrant hier mit der Nummer 6 auf. Geht ran an Memola. Hier hat es noch nicht ganz gereicht. Sehr schön, die beiden miteinander fahren zu sehen, denn sie verkörpern auch so in etwa die beiden Extreme des Fahrstils momentan. Sarrant
wird seinem Ruf als sehr starker Regenfahrer gerecht und ist bereits auf die vierte Position nach vorne gerückt. Er wird demnächst wahrscheinlich auch Lawson angreifen. Hier können Sie den Fahrstil, den Unterschied im Fahrstil sehr schön sehen. Memmeler, der fast neben dem Tank hängt, und Saran fast im klassischen Stil, bleibt auf der Sitzbank fast mit Knieschluss. Saran innen vorbei, auf die vierte Position. Eine so saubere, gleichmäßige Linie, wie der Christian Saran fährt, kommt einem natürlich beim Regen immer zugute. Der Radiges hier weiter zurückgefallen auf Rang 6 in der Zwischenzeit. Wermuller schaut sich um, er hofft ja, dass der Kampf zwischen Lawson und Spencer sehr heftig wird, dann hätte er, so meint er, wenigstens die Chance, gleiches Material wie Spencer zu bekommen, um eventuell dem Yamaha-Fahrer Punkte abknöpfen zu können, um Teamarbeit für Freddy Spencer machen zu können. Spencer vorn. Riesenvorsprung in der Zwischenzeit. Gut 400-500 Meter. Ron Haslam in der Mitte zwischen Saran und Lawson. Saran in der Zwischenzeit Dritter. Ich kann das über den Bildschirm hinaus sehen. Hier haben wir es auch im Bild. Saran Dritter und Lawson Vierter. Gewann Saran hier schon mal in Hockenheim ein Regenrennen, damals in der 250 Kubikzentimeter Klasse. Auch er fühlt sich hier in Hockenheim ausgesprochen wohl. Das liegt natürlich auch an den Erfolgen, die man irgendwann mal auf einer Rennstrecke gehabt hat. 78 gewann er hier ein 750 Kubikzentimeter Rennen. Auch daran mögen Sie erkennen, wie vielseitig dieser Fahrer ist, dieser Christian Saran. Manfred, Sie kennen ihn ziemlich genau aus den letztjährigen Rennen um die Weltmeisterschaft. Oh. Unheimliche Schwierigkeiten immer wieder für Ron Haslam. Zwei Worte zu Christian Saran aus Ihrer Sicht. Ja, der Christian ist... Sein Hauptmerkmal ist eigentlich das, dass er permanent gut fährt. Er fährt eigentlich immer gleichmäßig, hat einen sehr sauberen Fahrstil, geht kein überhöhtes Risiko ein und dadurch zeichnet er sich also aus. Hier nochmal das Quergehen der Maschine der Honda von Ron Haslam in der Zeitlupenwiederholung. Das ist also auf der Geraden gewesen und die Maschine praktisch weggegangen ist, vor der Ostkurve. Man hat zwar eine leichte Schräglage an der Stelle, aber das ist eine Sache, die eben durch das Wasser und durch die Leistung, die die Maschine auf den Boden bringen muss, bedingt ist. Hier gut zu erkennen, der Abstand in der Zwischenzeit. Freddy Spencer, Ron Haslam der Zweite, Christian Saran und im Schlepptau bringt er Eddie Lawson mit. Saran wird natürlich durch diese Aktion, durch diese Aufholjagd zum Publikumsliebling hier im Motodrom. Haben Sie Hoffnung, dass er aufschließen kann, vielleicht zu Haslam? Ich glaube schon, so wie es im Moment aussieht. Der Christian war also auch in der 250er Klasse immer mit einer der Leute, die im Regen wahnsinnige Zeiten vorgelegt haben. Und da er dieses Jahr sehr gut mit dieser 500er zurechtkommt. Zusammengeschwind, das Wischen übers Visier. Eddie Lawson, im letzten Jahr in jedem Rennen im Ziel kein einziger Ausfall, nie gestürzt, immer gepunktet und das hat
den Weltmeistertitel ausgemacht. Und geringschätzig haben natürlich manche Kollegen gemeint, naja, das ist halt so die Eichhörnchen-Manier, immer Punkte sammeln und so weiter. Aber er hat in dieser Saison schon gezeigt, dass er mehr kann als nur Punkte sammeln. Beispielsweise in Südafrika beim ersten Grand Prix und auch vor 14 Tagen in Spanien. Da musste er allerdings vom Motorrad, deshalb, weil ihn Randy Mamola behindert hatte. Zum Schluss war er Zweiter, 14 Sekunden hinter Freddy Spencer. Manfred Fischer, 19. jetzt, als bester Deutscher. Es fehlt natürlich einer, wenn Sie regelmäßig Motorradrennen verfolgen, die 500er-Klasse.